Was? Ein neuer Part? Luigi's Mansion 2? Mit dem Zwergenfürst? Das gibt's ja nicht. Oh, okay. Ja. Und damit seid gegrüßt mit dem Zwergengnome Hobbits und Engdodem zu einem neuen Part Luigi's Mansion 2 mit dem Zwergenfürst. Betritt den hohen Baum. Das ist unsere nächste Mission. Hier auf dem 3DS. Nintendo 3DS. Ich habe nach ewig langer Zeit mal meinen. Ich habe meinen 3DS mal wieder ausgeräumt und entstaubt. Ich habe mich mal wieder dazu entschlossen, einen neuen Part Luigi's Mansion 2 aufzunehmen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo wir gerade stehen geblieben sind. Im letzten Part, der letzte Part ist wirklich ewig, ja. Also, das sage ich nicht nur einfach so, sondern das ist er wirklich. Eine ganze Ewigkeit. Und zum Halloween habe ich das mal wieder ausgepackt. Sehr schön. Anlässlich des Halloweens habe ich das mal wieder ausgepackt und ja, den alten Schinken mal wieder gebracht. Oh, daran kann ich mich dran erinnern. Das hatten wir schon. So weit waren wir schon mal. Na gut, spielen wir es halt nochmal. Vielleicht kommen wir diesmal sogar weiter. Habe ich das Ding jetzt mal ausgepackt. In einem neuen Part. In zwei neuen Parts. Wir werden das Projekt jetzt in zwei neuen Parts beenden. Die nächsten Tage kommt noch ein zweiter, letzter Part. Luigi's Mansion 2. Dann haben wir das Projekt endlich mal nach der Ewigkeit abgeschlossen. Oh, was Igitt meldet sich. Hey, die Gesangfingerpack, nicht schon wieder. Das Windradstor öffnet sich nur, wenn alle Flüge eingesetzt sind. Hast du dir gemerkt, wohin diese dürren Schmargelgeister geflohen sind? Nein, nicht schlimm. Ich mache sie hier schnell mit dem Paraskop auffällig. Ein Augenblick, Geduld. Bitte sehr, schau auf deine Karte. Okay. Die Karte zeigt uns jetzt, wo wir jetzt erst hin müssen. Hier nach rechts. Ja. Das könnte euch unter Umständen bekannt vorkommen. Sache unter Umständen. Denn der letzte Part ist ewig her. In Ewigkeit. Im alteingesessenen Hasen auf meinem Kanal kommt das unter Umständen bekannt vor. Ja. Mal wieder den 3DS in Betrieb genommen. Ich bin auch sprachlos. Für die Leute, die es wirklich nicht mitbekommen haben. Ja, also. Ich habe es jetzt auch nicht so hundertprozentig wahrgenommen. Aber ja, es ist so. Ich habe tatsächlich seit Monaten nur noch auf den Nintendo Switch gespielt. Und ja, ich widerspreche mir da selbst. Ich weiß. Auwei. Ich widerspreche mir da selbst, wenn ich sage, dass ich sogar lieber auf der Nintendo Switch spiele und dass es mir so leichter fällt und dass ich viel mehr das ganze System der Switch bevorzuge. Au! Ich werde hier gleich sterben als das 3DS. Verdammt! Ich muss mal aufpassen hier. Das läuft hier gar nicht so gut. Ah, verdammt, null. Da bin ich schon gestorben. Na, so sieht's aus. So, neu starten. Ganz von vorne. Ach du Schande. Müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen. Ist der Checkpoint hier.
Und wieder latscht er hier ins Wasser rein. So. Ja, ihr wisst Bescheid. Doch den holen im Baum. Aufpassen! Aufpassen! Okay, da werden wir wieder. Das hier, Funktion. Funktion müssen wir noch richtig begreifen hier. Lang nicht mehr gespielt. So, der Grüne. Und rein damit. Zwei Seiten. Nice. Was hätten wir? Hier ist aber noch was. Hier ist noch wer. Na. Oder nicht? Oder bin ich hier wieder festgebackt? Hier muss doch noch was sein. Oh, der Blaue. Und rein mit dir. Sehr nice. So muss es. Und weiter geht's. Nur weiter voran. Okay. Die Sache hatten wir schon mal. Hier noch einmal duschen. Nein, können wir nicht duschen. Nur kurz gepfiffen. So, hier müssen wir den Rasenmäher aktivieren. Schleich doch nicht so rum, Luigi. So, Staubsaug. Ghostbusters. Alles klar. Dann kennen wir uns inzwischen aus, deshalb kommen wir hier ein bisschen schneller voran. Ja. Hoffentlich. Na. Müsst ihr ihre Hüte abnehmen. Oh Mann, so ein hart getroffen. Herzen sammeln. Und schnell wieder zurück. Mit dir. Den ersten Gast hätten wir weg. Na komm. Ach Mann, den konnte ich nicht treffen. Das ist fies gemeint. Ich glaube, die müssen wir erstmal treffen, bevor wir hier. Na komm, weg mit dir. Verdammt. So, rein mit dir. Erstmal die kleinen beseitigen. Bevor wir uns an den großen wenden können. Die großen kriege ich auch noch hin. Na komm, rein mit dir. Rein mit dir, verzappt. Na komm. Ach, ich lass mich von den Schleimklotzen treffen. Ist doch unfair. Na komm. Na komm. Rein mit dir. Ach komm schon. Unfaires Spiel hier vom großen Geist. Und. Ach komm. Na komm. Das habe ich schon immer geliebt. Solche Sachen. Weg ist er. Sehr nice. Ein Problem weniger. Du bist hier in der Vase drin. Hast du vielleicht eins von den Schlüsseln hier, von den Schlüssel-Items. Ja, hat er. Sehr nice. Sind ja zum Glück nicht so viele. Eins von fünf. Ach je. Da waren das nur vier. Treppenhaus. Da kam irgendwie durch die Wand. Wir waren, glaube ich, schon bei dem Buhu-Geist. Also wir waren irgendwie bei einem
kann mich daran erinnern, dass wir bei einem Buhu-Level aufgehört haben. Hier vielleicht. Hier können wir vielleicht durch. Das sieht gut aus. Hui. Treppenhaus. Das sieht gut aus. Eine Treppe. Oh. Ja gut. Die bleibt uns nur für eine bestimmte Zeit erhalten. Also schnell hoch hier. Luigi. Du bist ziemlich langsam hier unterwegs. Oha. Wer ist da? Na komm, rein mit dir. Rein mit dir. Werde ich nicht. Das bringt nichts. Oh, Licht gemacht. Sehr nice. Hier gibt's Geld. Das würde ich mitnehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, macht ihm was aus. Botaniklabor. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee, nicht alles irrt. Nicht alles täuscht. Okay. Und nun? Okay, was ist hier das Rätsel? Was ist hier das Rätsels Lösung? Hier gibt's Geld. Hier haben wir einen Eimer. Das ist womöglich die Lösung. Dass wir hier ein bisschen Eimer Wasser einsammeln. Ja, Eimer Wasser. Ja. Fährt ihn los. Ach so, dahin stellen. Den Eimer an die richtige Stelle packen. So, hier steht er, glaube ich, richtig. So. Eimer Wasser sammeln. Zack. Nee, glaube ich nicht. Bringt es überhaupt, dass wir hier was machen? Nutzt das uns hier irgendwas? Hier gibt es nichts zu sehen. Hier verbrennen wir uns mal die Finger. Mhm. Ein Chemielabor, ein Botaniklabor. Entschuldigung. Aber warum sind wir dann hochgegangen, außer um Geld zu bekommen? Okay, mit B können wir ein bisschen rennen. Ja, schön. Hier können wir vielleicht durch. Au, au, au. Eine Fake-Tür. Noch mal. Das ist wirklich eine Fake-Tür. So, okay, dann haben wir zumindest hier mal aufgeräumt. Hier können wir noch ein bisschen Staub saugen. Beziehungsweise Geld saugen. Dann plötzlich sich nur die feinen Scheine. Die feinen Scheine. So. Hier mal wieder durch. Klopfen bringt da, glaube ich, nicht viel. Okay, hier war ein Ausrufezeichen. Hier ist aber kein Schlüssel mehr, aber dort hinten ist noch einer, vielleicht. Ein Windradflügel, meine ich natürlich. Ostdiele. So. Wo ist denn der spukende Geist? Der spukende Geist. Da oben vielleicht. Oha, das Bett. Okay, hier haben wir die Bodenplatte betätigen. Bringt nix. Wie war das gleich? Oha, da habe ich mich auch ein bisschen erschreckt.
Oh, haben wir nicht erledigt, den Geist. Er muss verschwunden sein. Okay. Ja, hier ist hell geworden. Das Ausrufzeichen ist auf einem anderen Raum. So, weiter in den nächsten Raum. Oder in den letzten Raum. Wie man es nimmt. Oh, hier haben wir das zweite Teil. Ja, dann lag es so einfach rum. Dann sage ich es euch auch so, wie es ist. Ich werde dieses Let's Play nach den zwei Parts, die jetzt anliegen, beenden. Es werden jetzt die letzten beiden Parts sein. Beziehungsweise dies hier wird das vorletzte Part sein. Der. Okay, hier müssen wir mit der Lampe, mit der Wunderlampe. Wie ging die nochmal? So ging die. Ein bisschen Geld einsammeln. So muss das. Sehr schön und weiter. 2 von 5 haben wir schon. Waren es nur noch 3. Können wir hier schon zurückstecken? Nicht. Können wir noch nicht. Dann vielleicht in ein anderes Gebäude. Vielleicht finden wir da weitere 3 schlimmste Dinger. Durch diese Tür. Wie kommt es mir bekannt vor? Okay, hier ist ein goldener Knochen. Der kann uns weiterhelfen. Das ist sowas wie ein Level Up. Das kann uns wieder beleben, wenn wir mal sterben. Das ist durchaus hilfreich. So, hier mal um die Ecke. Gleich um die Ecke. So. Ein Herzchen. Ein Herz für Luigi. Ihr wollt fast Wario sagen. Turmaufgang. Okay, ich glaube, da sind wir richtig. Sind wir zumindest nicht grundverkehrt. So, Wassermarsch. Das Herz abgehauen. Okay. Mal ein bisschen duschen. Ich mag die Animation. Juhu. So sieht's aus. Und weiter voran. Setzen den Chaos. Okay. Muss doch irgendwo ein Geist unterwegs sein. Hier noch nicht. Okay, hier wird's. Hier fließt's raus. Können wir ein bisschen Geld einsammeln. Das ist nicht unverkehrt. Türen öffnen. Und weiter geht's. Oha. Da sind wir runtergepurzelt. Nicht so gut. Da kommen wir nicht hoch. Ach so, hier die Leiter. Ja gut. Ganzen Weg also nochmal. Hier mal aufpassen. Das war da nicht durchs Loch fallen. So, hier einmal rum. Einmal rum, 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 rum. Einmal rumgerannt. So, dann öffne dich. So, weiter geht's hoch, 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 hoch hinaus. Ganz hoch hinaus.
so. Hier, ich schleiche um die Ecke. Ja, nicht runterfallen. Oha. Wir sind vom dunklen Korridor. Uns ja nicht treffen lassen, sagt er. Es wird schwerer als gedacht. Durch hier. Na komm, nur nicht sterben. Der Krähenschwarm. Ha! Drüben sind wir. Okay, Forschungsraum. Was gibt es hier zu forschen? Da bin ich mal ganz forsch. Bisher noch alles Geister leer. Das macht mir mehr Angst, als wenn hier viele Geister wären. Okay, hier irgendwas zu entdecken. Man muss ja. Nichts zu entdecken. Dann muss es doch weitergehen. Da bin ich mir sicher. Ich bin mir nicht in vielen Punkten sicher, aber in dem Punkt bin ich mir sicher, dass es hier irgendwo weitergehen muss. Oh. Das Botaniklabor. Ja, da waren wir. Okay. Vom Botaniklabor aus können wir was erreichen, oder? Wie sieht's da aus? Ich weiß nicht. Ein Brückengang. Okay. Ist jemand Hilfe? Im E2 und im E3 sind noch Gespenster mit Sachen, aber wir sind gerade im E1. Und im U1 ist noch einer. Wie kommen wir dahin? In die Untergeschosse und in die Obergeschosse. Kann mir das jemand verraten? Da sind die letzten drei versteckt. Zwei in den Obergeschoss und einer im Untergeschoss. Zum E4 wahrscheinlich die, der Endboss. So, hier geht's steil runter. Ins Erdgeschoss. Ja, Erdgeschoss nutzt uns recht wenig. Da haben wir alles schon freigeräumt. Wartkatz. Zu X, Tür öffnen. So, Hof, 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 Hof. Ja, gut. Hier können wir noch nicht die zwei abgeben, die wir schon gesammelt haben. Tja, jemand einen Tipp? Dann weiß da jemand weiter. Hier ist ein Safe Room. Hier waren wir schon, hier können wir schon. Haben wir schon alles. Prinzipiell waren wir hier schon überall. Tja. Nichts, was wir nicht schon erkundet hätten. Tja. Gut, das scheint eine Sackgasse zu sein.
Durch das Bett könnte man wahrscheinlich irgendwie durch. Da könnte ich mir einen Geheimgang vorstellen, hier hinterm Bett. Aber wie? Hier vielleicht? Jo, genau hier. Da geht's runter ins Untergeschoss. So war's. Hier haben wir noch einen Geist. Mr. Ghost. Ja, mit deiner Brille. Die Sonnenbrille brauchst du hier nicht. Ist hier nur unnütz. Na komm. War das nicht das mit dem Büro? War das nicht das Büro-Kapitel hier unten im Erdgeschoss? Gute Nacht! Nein, noch nicht. Ich will noch nicht gute Nacht sagen. Ich sag noch nicht gute Nacht. Hier habe ich einen Knochen, den ich für den Buku-Kampf brauchen könnte. Wo ich noch nicht weiß, wie ich den schaffen soll. Aber gut. Okay, wir müssen aufpassen. Na komm, aufladen und beim Angriff. Zack, bleibt da hier. Ich weiß nicht, wie ich euch das hier, wie ich euch eure Brüllen abnehmen kann. Na komm, so hier. Ja, zack. Und die auch deine Brille. Zack. Und Blitzdings. Du Blitzdings boomst. Ach verdammt, von allen Seiten. Die lästigen. Und renn mit dir. Dein Kumpel kann dir da wenig helfen. Er hat sich die Brille aufgesetzt. Und ich bin wieder bei 40. Deine Brille kriegst du nicht wieder. Deine Sonnenbrille. Rein mit dir. Sehr gut. Waren das noch nicht alle? Der große Übel hat sich noch nicht. Ah, da ist der große Übel. Na komm. Ja komm. Ich habe ich doch fast. Du hast den dritten Teil. 3 von 5. Na komm. Ein drittes Flügelteil. Sehr nice. Wir machen Fortschritte. Das fehlt halt wahrscheinlich der Buhu. Und nachdem geht's weiter. Oh je. Yeah. Hier geht's hinter. Wie ich vermute, zu dem Bürokampf. Hier können wir nicht lang. Den Bürokampf können wir nicht umgehen. Von den anderen Geistern sind wir weit entfernt. Okay. Zurück dahin, wo wir aufgehört haben. Hier gibt es ein bisschen Geld wahrscheinlich. Nein, hier gibt es ein Buch. Nein. Hier können wir Blitzdings bumsen. Vor uns Blitzdings bumst. Oh wei. Da ist er doch schon. Grabruhestörung. Okay, da ist ja nichts. Hier müsste irgendwo ein Schrank sein. Ah ja, hier. Kein Schrank, ein Grab. Oh Mann. Das war Beruf. Hilft uns auch nicht viel weiter. Verdammt! Wenn er aufleuchtet, müssen wir ihn fangen. Wir dürfen uns nicht besiegen lassen, weil sonst ist alles vorbei.
hier noch ein Büro drin. Wäre zu schön. Mach dich bereit mit deinem Licht. Ah, verdammt! Und da haben wir uns besiegen lassen. Roboter. Gute Nacht. Mission neu starten. Nein! Nicht von vorne. Nicht von ganz von vorne. Das ist doch... Nein. Ich will nicht alle drei nochmal von vorne und... Können wir nicht hier von einen Checkpoint haben oder so? Oh je, zu Unterschlupf. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Mission neu starten ist auch nicht die Option. Na gut. Sehe, ich habe einen langen Part draus gemacht. Im nächsten Part dann Büro-Kampf oder was? Bis zum bitteren Ende. Büro bis zum bitteren Ende. Ja, müssen wir wahrscheinlich nochmal von vorne machen. Dumm, ich noch umso euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid. Ja, da haben wir im letzten Part verzweifelt. Ich weiß. Sehr gut. Im nächsten Part dann der Büro-Kampf zum Schluss. Kriegen wir das noch hin. Schließen dann hoffentlich mit einem erfolgreichen Büro-Kampf ab. Haut da ran. Ciao, ciao.